Live on Twitch aus den Three-Headed Monkey Studios auf Mealy Island. Last Geek Tonight. Mit Nessie. Hallo, da bin ich nochmal. Ja, na, wie geht's euch? Halben Tag schon rum. Wann haben wir angefangen? Um 12. Jetzt haben wir schon 6:30. Mein Gott, die Zeit, die fliegt davon. Habt ihr Spaß? Seid ruhig ehrlich. Ich habe Spaß, ich habe gerade noch was getrunken, war noch mal für kleine Königstiger. An der Stelle noch mal vielen Dank an die Mods im Chat. Ihr macht halt super. Auch wie ihr die ganzen Commands noch ergänzt und sowas. Echt toll. Dankeschön. Gut. Wir machen weiter mit zwei Firmenvorstellungen. Bei der ersten, als ich gehört habe, dass Roche Diagnostics quasi uns unterstützen möchte, habe ich gesagt, alles klar, habe mir das aufgeschrieben und habe dann mal gegoogelt und habe das gefunden. Da stand dann, Roche Diagnostics liefert Produkte und Dienstleistungen zur Prävention, Diagnose und Therapie von Krankheiten für Forscher, Ärzte, Patienten, Krankenhäuser und Labore weltweit. Gut, dann dachte ich so, okay, gut, ich habe den Zusammenhang tatsächlich gar nicht direkt gefunden zur Comic-Con, aber dann habe ich liebenswerterweise einen Text noch bekommen von Roche und den lese ich euch, das ist ein kurzer Text, lese ich euch mal kurz vor, und zwar die Firma Roche Diagnostics Automation, oder wenn man es auf Englisch ausspricht, Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH war im Jahr 2019 mit einem Stand auf der Comic-Con Stuttgart vertreten. An beiden Tagen konnten interessierte Besucher der Comic-Con sich dort über die Firma und eine Karriere bei Roche informieren. Vor Ort konnte man sich dann direkt in den Bewerberpool aufnehmen lassen. Da dieses Jahr leider keine Comic-Con vor Ort in Stuttgart stattfinden kann, möchte sich Roche auf der Online-Comic-Con nochmals vorstellen und hat schon ihr Erscheinen mit einem noch größeren Stand als 2019 für 2021 bestätigt. Zudem wird es dann vor Ort einiges zu entdecken geben. Und das fand ich cool, das hatten wir gestern nochmal der Matthias erzählt. Die waren da und haben tatsächlich Jobs vergeben. Und das finde ich cool, wenn die schon auf die Comic-Con kommen, weil oft ist es ja tatsächlich nicht ganz leicht als Nerd oder so, wenn man sich da outet beim Arbeitgeber, wird man vielleicht komisch angeguckt. Hier haben die bewusst auf der Comic-Con einen Stand gebucht und haben dort nach geeignetem Personal gesucht. Und die wissen, dass Comic-Fans und überhaupt auch Science-Fiction-Fantasy-Fans allgemein sehr intelligente Menschen sind. Ja, das ist richtig. Und dann dachte ich, ach cool, das ist ja, und deshalb stellen wir die jetzt auch nochmal vor. Ich lese nochmal kurz den kurzen Text vor über die Firma Roche, die Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH, Exzellenzzentrum von Roche Diagnostics für Automatisierungslösungen, entwickelt und produziert für den Weltmarkt innovative Systeme zur Laborautomatisierung. Was es sonst zu sagen gibt, wir sind im Juni 2020 endlich nach Ludwigsburg gezogen. Ludwigsburg, ganz tolle Stadt, grob Richtung Stuttgart da unten, kenne ich sehr gut, bin ich sehr oft nach Ludwigsburg gezogen und haben nun einen modernen Campus. Zudem gibt es eine neue Karriereseite und die klicken wir einfach mal. Anklicken geht, wie Sie sehen, nicht, aber ich kann sie rauskopieren und dann gucken wir nochmal rüber in den Browser. Dann gucken wir uns das mal an. Also wenn ihr... Oh ja, das ist schön. So, dann gehe ich mal hier, zack, auf die Seite geht. Wir können ja mal gucken. Finde deine persönlichen Karrieremöglichkeiten. Vielleicht sucht er genau jetzt einen Job auch in der Richtung. Da wäre vielleicht Roche eine Idee. Ich habe auch damals über eine FedCon meinen Beruf kennengelernt und meinen Ausbildungsbetrieb dort kennengelernt. Vielleicht könnt ihr später mal sagen, hey, ich habe auf der Comic-Con oder durch die Comic-Con habe ich meinen Beruf gefunden, meinen Traumberuf, und zwar bei Roche. Wir gucken mal hier. Finde deine persönliche Karrieremöglichkeit. In Ludwigsburg
Was gibt's noch? Oh, es gibt ganz viele Länder. Wir bleiben mal bei Ludwigsburg. Gibt's jede Menge Funktionen, als was man sich da. Oh Gott, da gibt's richtig viele, was man da machen kann. Stufe, da gibt's vom Entry-Level, also in allen Leveln der Hierarchie kann man sich da bewerben. Und wir haben auch einen kleinen Film bekommen von denen. Den möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Den zeige ich euch jetzt. Sekunde, zack. Und ja. Und da können wir nicht mal reingucken. Das ist so ein kleiner Werbetrailer von. Ich glaube, es ist die Arbeitsweise. Die sind ziemlich gut organisiert. Wegen der vielen Patente, die wir pro Jahr anmelden. Es ist ein bisschen wie Silicon Valley hier. Ja, Spaß. Das kann man den Produkten auch anmerken. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil unsere Türen keine sind. Sie stehen für jeden immer offen. Just one thing. Do what you love and the rest will follow. Cool, das alles in Ludwigsburg in Süddeutschland, sehr schön. Genau, und die haben uns nämlich auch, das legen wir jedem Gewinn der ganzen Gewinnspiele und so bei. Und hier so lustige. Wie heißt die Popsockets? Genau, ach, sieht man das? Ich mach's mal in groß. Sekunde. Zack, hier. Da kriegt jeder, der hier was gewinnt übers Wochenende, da legen wir natürlich noch so Popsockets bei. Das klebt man hinten ans Handy ran und da kann man das schön in die Hand nehmen oder aufstellen oder so. Da haben wir jede Menge bekommen von denen. Also richtig, das hier ist eins von ganz vielen, na, Kästchen. Und da kriegt ihr jedes Mal eins dazugelegt. Genau. Das ist Roche. Ich möchte, also ich würde mir wünschen, wenn ihr über den Weg wirklich einen Job gefunden habt oder eine Ausbildung oder ganz viel Praktika kann man da auch machen. Wenn ihr darüber euren Job findet oder so, lasst es mich irgendwie wissen. Das fände ich sau cool. Wenn man sagen könnte, wir kamen auf die Idee bei der Comic-Con daheim, Sie konnte daheim uns da zu bewerben oder mal vorbeizuschauen. Das finde ich lustig. Das finde ich echt gut. Genau. Ich schaue mal in den Chat. Finde ich toll, dass Frosch über diesen Weg Mitarbeiter sucht. Ja, tatsächlich, das finde ich auch, dass sie aktiv auf eine Comic-Con gehen und dort den Nachwuchs suchen. Finde ich auch sehr, sehr, sehr gut. Da weiß man, dass man später gut aufgehoben ist, auch mit seinem Hobby. Wir haben ein tolles Schloss. Ah, geht's über Ludwigsburg? Ja, ich kenne in Ludwigsburg den Ratskeller sehr gut. Da sind wir oft gewesen mit Krimi-Dinner und der Weihnachtsmarkt, wenn er denn stattfindet, ist da auch sehr, sehr schön. Community Power. Scheint ein sympathischer Arbeitgeber zu sein, schreibt Nina. Ja, finde ich auch. Finde ich schön. Genau, der Link ist übrigens auch, hatte ich gar nicht erwähnt, unter Ausrufezeichen Roche, also Roche, wird der Link angezeigt. Da kommt ihr dann auch auf die Homepage und ich glaube, die ist aber auch roche.de. Und könnt euch da mal umschauen. Da gibt es dann auch noch Unterpunkte mit Karriere. Und tatsächlich ich habe gestern noch mal reingeguckt, die neueste Ausschreibung, Stellenausschreibung ist, glaube ich, die ist nur wenige Tage alt. Guckt da mal hinein. Vielen Dank an Roche auch für die Popsockets. Da hauen wir ganz viele raus, bis sie alle sind. Ich hatte so ein Ding mal an der, ich nenne es Ding, ich möchte das, meine das nicht abwertend, aber so ein, ist halt, ist ja so ein Ding, sie am Handy.
Das ist echt praktisch. Dann fällt es nicht runter, man kann es sogar ein bisschen aufstellen und so. Darauf ein Schluck. Wie lange geht der Stream noch, ist die Frage. Also hier auf diesem Kanal geht der Stream noch bis 21:45, aber dann geht es direkt weiter mit Live-Musik und im Prinzip Open End bis heute Nacht. War die Frage von Meliodas oder Mil, immer diese Zahlen in den. Und dann geht die Party ab. Genau. Ludwigsburg geht bei mir. Welche Richtung Musik? Also ich nehme mal an, dass auch diverse Filmmusik heute Abend gespielt wird. Also Lieder, die man aus Filmen kennt eben. Also es ist der Sven Dorau und seine Frau. Sie singt, er spielt meistens Keyboard, Piano, aber auch Gitarre und sowas. Und da geht es teilweise richtig ab. Und das sind selbst Filmfans und Nerds. Habe ich vorhin schon mal erwähnt. Herr Minions im Hintergrund, die automatisch tanzen, wenn man denen einen Follow da lässt. Da hängt ein Bild von Iron Man. Ein Gizmo hier von Gremlins ist im Hintergrund. Muss man genau hinschauen. Das wird, glaube ich, echt cool heute Abend. Und danach, DJ Semir legt Musik auf. Und da könnt ihr euch auch was wünschen im Chat. Und ja, so lang, wie ihr heute Nacht möchtet.